Willkommen bei Dauntless. Heute machen wir mal die Schock-Behemons. Darunter fällt der junge Drusk. Wir holen uns die ganze Rüstung, schauen uns die dann am Schluss an, finden heraus, dass es richtig geile Waffen gibt. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß beim Video. So, heute sind wir in unserer neuen Epamanen-Rüstung unterwegs und gehen Richtung Questbrett. Hallo? Und hier haben wir Verfolgung. Wir haben neue Behemoths. Und zwar einmal die Brand-Behemoths, einmal die Frost-Behemoths und einmal die Schock-Behemoths. Neutrale haben wir auch. Den haben wir schon. Junger Knascher. Dann junger Epamane haben wir auch schon. Neu haben wir junger Boreus. Nun mit Eis. Und dann haben wir noch diesen jungen Drusk. Schaut auch lustig aus. Wir nehmen den Schock-Behemoth. Zack. Und schon ist aktiviert. Hier bei dem Markus Böhr müssen wir diese tollen Tränke nehmen. Und zwar sind es Rüstung hier drüben. Zack. Brückel-Elixier erhöht 60 Sekunden lang die Angriffsgeschwindigkeit um 10-30% basierend auf fehlender Gesundheit. Und den muss ich im Kampf aktivieren. Okay, herzlich willkommen mit Imago Like Berus, Imaro, der im PC beide zocken, und dann Verigüent 44, der auf der Xbox spielt. Wer auch immer, wie man sieht. Was bringt mir das eigentlich, wenn ich hier nochmal das ganze Zeug hier ansammle? Bringt mir das was? Himmelsblüte. Ja, ob mir das was bringt. Was war das? Irgendeinen Effekt haben wir da. Kann auch irgendwas Neues, eine neue Spezialattacke. Ich will noch ein paar Blüten sammeln. So. Und dann werden wir unseren neuen Speer einsetzen. Oh, noch ein paar Pilze. Wenn ich da mal die gebrauchen kann. Dann hier. Und das schöne Herzlilie. Ja, das geht los, oder? Da oben ein Speer. Nennen wir nichts. Wir suchen anscheinend den Gegner, oder was? Wo ist denn die Map? Oh, da unten geht's los, okay. Und da ist er. Uff. Muss ich gleich mal hier die Brückelattacke, den Trank nehmen. Muss ich da drauf bleiben. Okay, also komm her. Wir versuchen mal den Trank zu nehmen. Okay, haben wir genommen. Machen wir jetzt. Den haben wir zerlegt hier. Waffe wegstecken. Können wir das irgendwie looten oder so? Nö. Macht er automatisch. Okay, und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist, was ich mache, oder schlecht. Auf jeden Fall ist der Gegner nicht wirklich aggressiv und unsere Waffen sind total langsam. Also das ist was, das gefällt mir gar nicht. Diese Waffe so langsam ist. Ich wäre eher schneller gern unterwegs. Das Geile ist natürlich, dass wir hier gleich voll die geile Runde haben. Kann ich jetzt gleich hier mal... die kann ich werfen oder was? Oh, wie geil. Hab ich denn das gemacht? Ich glaube, auf RT habe ich das gemacht.
schwere Attacke. So, jetzt versuchen wir das nochmal zu werfen. Zack. Okay. Wir werden auch nochmal diesen Prügeltrank verwenden. Oder auch nicht. Junger Trasker legt. Hast du schon wieder fertig? Danke. Oh nein, wir müssen ihn schaufeln. Dein Rang ist B, Teamrang ist S++. Beute. 160 Rams, eine Draxhaut. Gezeugte Funkenschuppen, Himmelsblüte. Das habe ich alles angesammelt. Die gebrochene Teile, Eckzahn. Dann Bonus, nicht einmal niedergeschreckt. Elektroschuppe, Draxhaut. Okay, dann haben wir noch ein paar Erfahrungswerte, was man alles so hier hinten machen kann. Okay, und jetzt habe ich die Jagd verlassen. Ich hoffe, ich muss den nicht noch irgendwie ausbeuten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier drücke. Okay, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier die Quest abgeben können. Das war die Quest mit dem Supertrank. Stop a spell. Der Amateur-Alchemist. Bitte sehr, diese Prügel-Elixier werden dir helfen und Angriff zu bla 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 haben alles gemacht. Benutze ein Prügel-Elixier, während du auf der Jagd bist. Okay, 50 Rams und 2 Bollwerk-Elixier bekommen wir, sowie einen Bauplan für Bollwerk-Elixier. Tada! Das bedeutet, wir können das jetzt auch herstellen. Bollwerk-Elixier verringert den erlittenen Schaden der nächsten 3 Treffer um 45%. Eisendistel brauchen wir dazu. Kann man nicht herstellen. Und jetzt folgt nur mal ganz kurz ein Ausschnitt mit den neuen Klingen, die ich ausgewählt habe. Also kein Zweihandschwert mehr, sondern in jeder Hand eine Klinge. Kettenklingen, glaube ich, heißen die. Damit kann man richtig geile Angriffe machen, vor allem richtig schnell. Man ist richtig agil. So, und da bin ich nun mit der Drask-Rüstung. Wie man sieht, ist anscheinend etwas von diesem Terra, was man haben kann, diesem Blatt. Ja. Und es schaut aus wie so eine kleine Fledermaus oder grüner Goblin. Okay, und ich habe mich für diese zwei Äxte entschieden. Wir können uns das mal anschauen. Die sind ultra schnell, ja. Mit denen geht es ultra geil ab. Ich finde, die spielen sich am besten. Dann Draskschuppen, Draskschuppen, Brustpanzer, Stulpen, Beinschienen. Alles das haben wir jetzt mal. Macht bei Donner Plus. Und bei Terra Minus, ja, ist zwar nicht ganz so gut wie unsere Feuerrüstung, die wir jetzt haben, von der feurige Helm und so, der ist auf jeden Fall, finde ich, zum Beispiel noch ein bisschen besser. Und da habe ich mir nämlich auch die geilen Waffen geholt, die habe ich schon auf 140, Emberklingen, ja, und die gehen immer richtig geil ab, die machen richtig viel Spaß. So, das war's mit dem Dauntless Video. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.